Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Es ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesem Tunnel aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pestpot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Nun, es war ein beachtlicher Auftritt. Machst du dich lustig? Nein, nein. Wirklich. Sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Der Kandidat möge vortreten. Also, der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belleg dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr von meinen Fehlern davonlaufen. Monsieur de la Serre, mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkilu, Kailai, Hal Anta, Mutta Akidon, Min? Anna Kavalik, Inau Kadendrala, Muajati Emulhakala, Seya Kuno Jaedan. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink.
Hallo? Courage, mon garçon. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger oben steht. Und mach mir ja keinen Unfug. Vater! Wo steckt der Junge? Ich hatte ihn doch an der Tür. Wir sollten längst wechseln. Vater, ich bin hier! Wo steckt der Junge? Ich hatte ihn doch selbst. Wir sollten längst weg. Warte, ich bin hier! Thank you.
Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Breche sie und du stürzt. Steh auf, Assassine. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft.